Warum es den meisten Menschen so schwer fällt, zum ersten Mal zum Hörgeräteakustiker zu gehen? Dieser Frage widmen wir uns in diesem Video. Mein Name ist Max Bauer von Hörgeräte Insider und in dieser Folge gebe ich Ihnen 6 Punkte, warum Menschen so ungern zum ersten Mal zum Hörgeräteakustiker gehen. Punkt Nummer 1. Hörgeräte sind nur was für alte Menschen. Ja, und so ganz falsch ist der Punkt eigentlich auch nicht, weil wenn man sich das Durchschnittsalter anschaut, liegt das beim Hörgeräteakustiker im Schnitt bei 70 Jahre. Das ist sich, obwohl es Tatsache ist, dass die Menschen relativ alt sind, die zu uns kommen, trotzdem um eine Ausrede handelt, habe ich vor ein paar Jahren gelernt, als ich eine sehr nette alte Dame in einem Seniorenheim kennengelernt habe, die es schlecht gehört hat und auch sehr schlecht verstanden habe. Und ich habe ihr meine Hilfe angeboten und sie daraufhin sagte, nein, dann könnten die Menschen ja oder die Leute ja meinen, ich wäre alt. So, und jetzt war die Dame nun mal 95 Jahre alt und sie saß im Rollstuhl in einem Altenheim. Da ist mir aufgefallen, Alter ist immer relativ und es wird als Ausrede gebraucht. Punkt Nummer 2. Hörgeräte sind zu kompliziert. So, was meine ich damit? Ein Hörgerät ist ja ein technisches Gerät, das muss hinters Ohr gelegt werden oder ins Ohr gesteckt werden, je nach Bauform. Und Menschen, ja, kommen wir wieder zum Punkt 1 zurück, die eben schon ein bisschen älter sind, die haben Angst vor technischen Geräten. Nicht alle, aber viele. Und diese Angst liegt einfach darin, dass sie glauben, sie können dieses Gerät nicht bedienen. Wir haben auch öfters mal Schwierigkeiten am Anfang, dass wie finde ich mein Ohr, ist schon tatsächlich schon oft vorgekommen, dass das nicht so einfach ist. Wie schalte ich es ein und aus, da üben wir viel. Wie mache ich es lauter und leiser und so weiter. Also es ist ein technisches Gerät, man muss lernen, es zu bedienen. Es ist aber nicht zu kompliziert, da kommt man schnell rein. In wenigen Tagen kommt man mit der Bedienung klar. Punkt Nummer 3, sich eine Schwäche nicht eingestehen wollen. Und da ist es so, dass tatsächlich wir Männer noch stärker diesen Komplex haben, wenn wir irgendwas nicht können. Ich glaube, dass es in unserer DNA liegt, der Starke sein zu wollen. Und wenn man, egal was, zum Beispiel eben beim Hören feststellt, es klappt nicht so gut, wollen wir das verschweigen und selber nicht wahrhaben. Hilft aber nichts. Ich glaube, wenn man nicht hört und ständig sagt, ja, ist das ein größeres Problem, als wie wenn man einfach so ein kleines Gerät trägt und wieder verstehen kann. Punkt Nummer 4. Hörgeräte sind zu teuer. Ich muss sagen, wenn die Leute bei uns in den Laden gekommen sind, dann war es immer so, oh, Hörgeräte kosten 6.000 Euro. Da frage ich immer, wo haben Sie denn das gehört? Ja, mein Freund, meine Freundin oder so. Und dann wissen sie gar nicht mehr genau, wer. Auf jeden Fall haben sie das irgendwie aufgeschnappt. Dann muss ich die erstmal auffangen und sagen, Sie sind doch krankenversichert, oder? Ja. Sage ich, sehen Sie, dann kriegen Sie schon mal Hörgeräte, ohne dass Sie selber was zubezahlen müssen. Ist bei den privaten Krankenkassen in so gut wie jedem Vertrag geregelt und bei den gesetzlichen sowieso. Sie haben also Anspruch auf ca. 700 Euro pro Ohr und dafür kriegen Sie schon sehr gute Hörgeräte. Wenn es etwas kleiner, schicker sein soll oder spezielle Anbindungen zum Beispiel an ein Handy haben soll, dann müssen Sie ein bisschen was zubezahlen. Und je nachdem, welche Ansprüche man hat, wenn es eben ein besonders natürlicher Klang sein soll, dann kann es schon sein, dass man über 2.000 Euro kommt und wenn es dann noch eine besonders gute Mikrofontechnik haben soll und Windgeräuschunterdrückung, dann wäre man eben bei 2 Hörgeräten zusammen bei 6.000 Euro. Braucht aber nicht jeder. Ganz entspannt bleiben beim Hörgeräteakustiker. Auf jeden Fall Hörgeräte in verschiedenen Preisklassen testen und man sieht, man kommt doch günstiger weg, als man gedacht hat. Punkt Nummer 5. Hörgeräte sind hässlich. Ja, da denkt jeder auch an diese alte beige Gurke, die man früher hinterm Ohr getragen hat. Ich habe sowas gar nicht mehr da, deswegen muss ich das jetzt hier mal schnell einblenden. Jetzt nehme ich mal ein Gerät der neuesten Generation. Kennt man vielleicht aus meinem alten Video, also nicht alt, aus meinem letzten Video. Also Design ist Geschmackssache, aber hässlich ist was anderes. Also mir gefällt es gut, gibt auch von anderen Herstellern wunderschöne Hörgeräte. Hat also mit diesen... Wir haben das immer Gurke genannt. So richtig schön fleischfarben hat das eigentlich nichts mehr zu tun. Das Argument, Hörgeräte sind hässlich, zählt bei mir eigentlich am wenigsten. Punkt Nummer 6. Der Hörgeräteakustiker will mir doch nur was aufschwatzen. Und da muss ich sagen, jein. Es gibt tatsächlich Hörgeräteakustikerfirmen, die sehr aggressiv Ihnen was aufschwätzen wollen. Das geschieht hauptsächlich im Internet mit sehr unseriösen Werbeanzeigen.
dass ein Hörgerät jetzt aus den USA eben nur in Deutschland, endlich in Deutschland verkauft wird, oder dass zwei Menschen aus dieser Stadt, in der sie leben, ein neues Hörgerät erfunden haben, dass die Hörgerätewelt revolutionieren wird. Das ist Käse, ja. Ich sag mal, der normale Akustiker lebt natürlich auch vom Hörgeräteverkauf. Wenn ich was verbessern dürfte, wenn ich einen Wunsch an die Branche äußern dürfte, dann wäre das, dass es mehr Fortbildungen tatsächlich für bessere Anpassungen gibt und weniger, wie verkaufe ich hochwertiger. Liebe Kollegen, das bitte ändern, wenn ihr dieses Video seht. Ansonsten muss ich sagen, dieses Aufschwatzen kommt vor, aber die meisten Kollegen sind sehr leidenschaftliche, sehr gute Hörgeräteakustiker, die schauen, dass sie das beste Hörgerät bekommen. Nach diesen 6 Punkten, von denen ich 4,5 widerlegen konnte und 1,5 nicht so ganz, würde ich sagen, falls Sie das Gefühl haben, schlecht zu hören, gehen Sie zum Hals-Nasen-Ohrarzt, Ohrenarzt oder zu Ihrem Hörgeräteakustiker, lassen Sie einen Hörtest machen und wenn Sie schlecht hören, probieren Sie Hörgeräte in verschiedenen Preisklassen aus. Wenn Sie eins gefunden haben, gratuliere, es wird sehr wahrscheinlich Ihr Leben positiv verändern. Frage an Sie. Drücken Sie sich vor dem Hörgeräteakustiker oder vor dem Gang vom Hals-Nasen-Ohrenarzt, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch, teilt es mit allen euren Freunden und abonniert doch meinen Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ihr Max Bauer. Ciao, ciao.